Das Das kann war passieren. genau das war das Ziel, die Energien in den großen, in den kleinen Gruppen zu maximieren, um dann die Energie in den großen Raum mitzunehmen und zu vervielfachen. Die Zera wollte was sagen, in der Gruppe bei uns eben. Ja, Ich ich weiß, habe bist du mal angefangen. zu Wort gekommen? Ja, Ja? ich habe Okay. angefangen und du warst schon raus. Also die Ja, das war anderen, meine mein Name Tochter. ist Sarah, vom Migrantinnenverein Frankfurt. Ja, also die Frage war, glaube ich, Diversität. Und dann hat Dimitra gesagt, auf Augenhöhe. Und ja, genau, Klaus, du hast gefragt, für Frankfurt, wie das aussehen Genau. kann. Ja. Also da hätte ich einen spontanen Vorschlag, was wir auch als Verein seit Jahren fordern, das kommunale Wahlrecht. Und zwar, wenn Menschen hier über 60 Jahre lang leben, arbeiten, Steuern zahlen und noch nicht mal das kommunale Wahlrecht haben, dann ist das ein Demokratiedefizit und das ist eine Ungleichbehandlung. Und das wäre eine Maßnahme. Also, ich will auch nicht lange reden. Nee. Kommunales Wahlrecht. Ja. Danke für den Beitrag. Sehr gut. Sorry, ich hoffe, Ja. Nora will auch noch etwas sagen. Also genau, ich glaube, wir waren auch gerade total im Dialog. Es ist jetzt kein Gruppenergebnis, aber ich glaube, der Punkt, an dem wir gerade standen, war, dass zum Beispiel, ich weiß nicht, wie das auf der politischen Ebene ehrlicherweise funktioniert, aber ich glaube, es muss schon einen deutlich positiveren Perspektive geben und Storytelling über, wie wir über Menschen von verschiedenen Hintergründen sprechen und welche Geschichten wir in den Vordergrund legen in dem Dialog. Und ich glaube, wir alle, oder ich spreche hier aus meiner Erfahrung aus dem Rat der Religion, in dessen Vorstand ich derzeit bin, wo uns sehr klar gemacht wird, dass die, wie über Moslems in Frankfurt gesprochen wird und berichtet wird, ganz anders ist als vielleicht über andere religiöse Gruppen. Und das trifft zwar auf Einzelfälle, aber das strahlt ab auf ganze Gemeinden. Und ich glaube, da, ja, ich weiß nicht, ob es etwas, es hat sicherlich nichts mit Kontrolle im Sinne von Unterdrückung zu tun, aber ein positiveres Narrativ zu fordern, das nicht nur Schwächen, sondern Stärken betont, ist, glaube ich, ein wichtiges Fundament. Dankeschön. Ich habe mir ein paar Gedanken dazu gemacht, wie wir die Diskussion in der nächsten Stunde weiter gliedern können, wie wir das Ganze angehen können. Und Nora hat dankenswerterweise im Themenfeld schon oder von der Aussage her die richtige oder die Richtung, über die ich nachgedacht habe, mit angeschlagen. Im ersten Drittel hatte ich gehofft, ein bisschen über Fragestellungen und Problemstellungen, die wir in und um Frankfurt sehen, zu sprechen. Was seht ihr? Was sind eure Erfahrungen, die ihr angehen wollt? Fragen, die aufgekommen sind, Probleme, die ihr seht, die ihr diskutieren wollt, für die ihr vielleicht ein größeres Verständnis entwickeln wollt oder die ihr angehen wollt, um dann darüber nachzudenken, okay, wie können wir als Gruppe oder als Einzelpersonen zusammenkommen, um solche Themen anzugehen und solche Themen anzusprechen und uns, sei es weiterzubilden oder auch konkrete Aktionen starten, um diese anzugehen, um dann im letzten Drittel nochmal drüber nachzudenken, okay, wie können wir, also wen können wir noch mit reinholen? Was kann auf europäischer Ebene passieren, was kann auf lokaler Ebene passieren, was kann auf nationaler Ebene passieren, um diese Themen, die wir jetzt in der nächsten Stunde diskutieren, auch anzugehen. Wen können wir als Partner, als Partnerin mit dazu holen, um diese Themen anzugehen? Fürs erste Drittel, wie eben schon gesagt, was sind Problemstellungen, Fragestellungen, die euch auffallen? Nora hat gerade schon über ja, eine potenziell positivere Narrative oder auf der anderen Seite, wenn man das Problemstellungen formulieren will, eine ziemlich negative Narrative, die über verschiedene Gruppen geteilt und besprochen wird. Und würde euch einladen, wie es euch auch immer passt, über den Chat Fragen zu stellen oder auch eure Beiträge zu teilen oder auch einfach auf Mute zu gehen und einfach drauf loszureden. Ich sehe schon den ersten
Punkt von Sarah im Chat. Alltagsrassismus ist ein zentrales Thema für Migrantinnen und Migranten. Sarah, wenn du willst, fühle ich eingeladen, wieder auf Mute zu gehen und das noch weiter zu kommentieren. Oder auch andere, die zu dem Themenfeld Alltagsrassismus als zentrales Thema für Migrantinnen und Migranten Gedanken haben oder was äußern wollen. Ja, gerne. Also es ist so, dass man ja als Migrantin oder Migranten diese Alltagsrassismus sehr erlebt. Auch es gibt natürlich Ausnahmen, aber es ist so, dass in der Schule, in der, bei der Arbeit, auch in der Öffentlichkeit, Polizei, Racial Profiling ist ein Thema. Wir wissen, dass an einem Wochenende vor Corona oder als gelockert wurde, über 1000 ausländische Jugendliche von der Polizei kontrolliert werden. Und das ist meiner Meinung nach schon Alltagsrassismus, wenn man eine Wohnung sucht und alleine mit dem Nachnamen schon Probleme hat und wenn dann ein Deutscher dabei ist oder mit einem Deutschen zusammenlebt, sieht es dann ein bisschen anders aus. Genauso ist es für Unistudenten, Absolventen. Ich meine, es wird immer gesagt, Bildung, Bildung, Bildung ist der Schlüssel zur Integration. Und wir wissen, dass viele gebildete Uni-Absolventen auch alleine aufgrund ihren ausländischen Namens dann auch benachteiligt werden. Die Studien sind wahrscheinlich vielen bekannt. Dasselbe ist auch bei der Arbeit, im Berufsleben. Und da ist die Politik gefragt, da auch in der Verwaltung, öffentliche Verwaltung, auch interkulturell sich zu öffnen in allen Bereichen und interkulturell sensible Herangehensweise zu darzulegen. Ja, so viel dazu. Wenn Fragen sind, kann ich gerne antworten. Im Moment ist das genug, glaube ich. Vielen Dank, Sarah. Hatte einfach noch in die Runde gefragt, hatte jemand an denselben Punkt, an dasselbe Themengebiet gedacht, vielleicht aus einer anderen Perspektive, mit einer anderen Facette. Klaus meldet sich. Also wenn jetzt keiner was sagt, ich habe in den Interviews, die wir gemacht haben zur Kommunalwahl, in den Interviews bzw. in den kleinen Vorgesprächen, die ich anfangs noch mit den Interviewpartnern gemacht habe, da ist ja von jedem über das Thema Alltagsrassismus gesprochen worden und jeder hat mir ja da Beispiele erzählt, rauf und runter. Also deswegen ist das, glaube ich, etwas, das kennt jeder, da brauchen wir gar nicht, das ist ein Fakt. Und das Problem ist, dass wir das immer negativ sehen. Es gibt keine positiven Rollenvorbilder. Die Stadt nimmt keine, also es gibt eine Stelle gegen eine Stelle gegen Rassismus oder gegen Diskriminierung, aber es gibt niemanden, der sich um das Gegenteil kümmert, nämlich um die Integration, um das Zugehörigkeitsgefühl und diese Dinge. Das ist, glaube ich, so ein Knackpunkt, das muss man verstehen. Das so finito von meiner Seite. Ja, da würde ich gerne was dazu sagen. Und zwar, darf ich? Gerne. Ja, und zwar, ich bin ja Lehrerin und bin die Vorsitzende vom Türkisch-Deutschen Club. Und mir ist jetzt, ich komme aber aus Offenbach und ja, hier ist es auch, Diversität spielt eine sehr wichtige Rolle. Meiner Meinung nach ist auch eine Bereicherung an der Schule, wo ich zum Beispiel arbeite. 95% mit Migrantenhintergrund, ich selber ja auch. Und ich finde aber, da wird ein bisschen zu wenig gemacht. Man sollte es ganz früh in den Lehrplan aufnehmen. Ja, dass man in der Grundschule anfängt schon, dass Diversität was Gutes ist als Lehrplan. Auch später zum Beispiel, das hatte ich eben in dem Raum auch schon gesagt, POVI zum Beispiel ist auch zu spät. Ja, also eine gewisse Demokratieerziehung, da muss die Politik was machen. Also da muss irgendwas, damit das aufgegriffen wird. Ja?
Und nur durch handlungsorientiertes Unterrichten, durch gute Projekte, aber muss, ja, also sollte schon fest verankert sein im Lehrplan. Da kann man meiner Meinung nach auch, das ist ja auch Rassismus, alles, also Demokratieerziehung, eine schöne, gesunde Demokratieerziehung von klein aus. Und das fehlt mir irgendwie, auch in POVI. In einigen Schulen bieten die das ja gar nicht an, gibt es POVI. Es soll aber ja demnächst POVI als Fach kommen, aber es ist noch, natürlich noch nicht, glaube ich, noch nicht verabschiedet worden. Aber es ist so wichtig, dass das ganz früh schon aufgenommen wird. Das ist mein Beitrag dazu. Vielen Dank. Und eine wichtige Fragestellung, inwieweit das... Was ist POVI? POVI und Politikwissenschaften, Unterricht. Politik, genau. POVI, Politik und Wirtschaft. Ich war damals im Politik- und Wirtschaftsleistungskurs, als ich mein Abitur gemacht habe und kann auf jeden Fall von sehr positiven Erfahrungen berichten. Also kann das sehr gut nachvollziehen, warum das so ein wichtiges Thema sein kann für Schüler und Schülerinnen auch in jüngerem Alter. Ich sehe die Meldung von Gesa und Barbara, aber es ist natürlich sehr spannend im Chat gerade zu sehen, dass Natascha zu der gleichen Frage schon oder zumindest zum ähnlichen Themengebiet Diversität in der Schule zu thematisieren, was im Chat geteilt hat. Natascha, kommst du da aus einer ganz anderen Perspektive oder hast du da ähnliche Gedanken wie eben geteilt? Ich war in der gleichen Gruppe wie Jadel. Ja, nee, leider sind wir nicht sehr in die Tiefe gekommen, aber wir haben das kurz angeschnitten, wie wichtig es ist, einfach in dem Alter schon ein Bewusstsein für das Thema zu schaffen. Dankeschön. Dann war die nächste Meldung von Gesa. Ja, wenn wir alle leben und arbeiten ja in Environments. Bitte entschuldigt, wenn ich manchmal ein bisschen holperig in meinem Deutschen bin, weil ich nicht so viel Deutsch spreche. Mein Arbeitsenvironment hat kurzen Prozess mit der ganzen Frage gemacht und ganz einfach ein Code of Conduct herausgegeben, zu dem sich jeder bekennt. Jeder wird trainiert darauf, jeder wird darauf auf eine Weise sehr, sehr positiv eingeschworen. Der Hintergrund ist, dass Nummer eins, ich arbeite an der Universität mit über 60.000 Studenten. Aber Diversität ist erkannt von allen als unsere Stärke. So, da gibt es überhaupt keine Frage. Wir sehen Diversität nicht mehr in der Problematik von hier an vorwärts, sondern wir sehen es als Teil der Lösung. Und Teil der Lösung ist Bewusstwerdung und wirklich eine ganze Menge darüber zu wissen, was bewegt uns emotional und mit dem, was wir gelernt haben, Diversität in Bereiche abgleiten zu lassen, die eben sehr negativ sich auswirken. Erst war ich nicht ganz sicher, ob ich das mag, dass ich forciert werde, einen Vertrag über meine Meinung zu machen, aber inzwischen finde ich, dass es ein sehr, sehr gutes Arbeitskonzept ist. Und dieses Arbeitskonzept wird runtergebrochen bis in die kleinste Unit. Das heißt zum Beispiel auch zu meiner Profession, dass ich aufgefordert bin, in diesem Sinne meinen Job zu überdenken. Und das ist ein challenging, aber eine sehr befriedigende Idee und Konzept. Danke. Dankeschön, Gesa. Ich sehe drei weitere Meldungen von Mitra, Barbara und Marina. Fangen wir mit Mitra an. Danke. Ich möchte darauf zu sprechen kommen, dass es nötig ist, Diversität und Pluralismus Jugendlichen und Kindern nahezubringen. Ich habe erfahren, dass es in Berlin und auch im Kreis Offenbach Programme gegeben hat. In Berlin war das vom Senat initiiert, in Kreis Offenbach von, oh, ich
irgendwas mit politischer Bildung oder sowas. Also eine Institution, die gesellschaftsbildend tätig war und wirkte. Und zwar in Berlin nannte sich das Yuga. Ja. Alles gut. Also in Berlin nannte sich das Junggläubig Aktiv, Yuga. Und da wurden von den unterschiedlichen Religionen, die in Berlin vertreten waren, jugendliche Vertreter, sage ich mal, zusammengeführt zu einem Team. Dieses Team traf sich regelmäßig über, ich glaube, 4 oder 6 Monate hinweg, um wirklich sich gegenseitig kennenzulernen, sich auszutauschen, gemeinsam Aktivitäten zu machen und so den Pluralismus an Religionen als selbstverständlich hinzunehmen, also als nicht etwas Befremdliches. Eine entsprechende Aktion hat es auch im Kreis Offenbach über Jahre hinweg gegeben. Und meine Frage ist, kann man sowas, ich kenne jetzt die Institutionen in Frankfurt nicht, aber es gibt bestimmt auch hier in Frankfurt Institutionen, die sowas auf die Beine stellen könnten. Und das wirkt sich sicherlich, wie wir vorher angemerkt haben, positiv aus. Schritt für Schritt, jetzt nicht über die ganzen 100.000 Einwohner hier in Frankfurt, aber es ist sehr wichtig, Kindern und Jugendlichen das nahezubringen, dass der Pluralismus zum Alltag gehört und dass es nicht mehr etwas Befremdliches ist. Das wäre diese Neugestaltung der Zukunft, die wir auch in dem Gedicht gehört haben, würde ich da eine Verbindung schon herstellen wollen. Dankeschön. Vielen Dank. Die nächste Meldung, die ich gesehen hatte, war von Barbara. Die Hand ist wieder unten. Ja, das liegt schon ein bisschen zurück, der Beitrag, an den ich anschließen wollte. Aber ich kann mich gerne nochmal aussenden. Also ich wollte an das anbinden, was Zera gesagt hat. Und ich kann mich erinnern, dass wir, als wir die Wahlkampagne für die Kommunalwahlen vorbereitet haben mit meiner polnischen Initiative, haben wir uns überlegt, was so ein mögliches To-Do wäre im Hinblick auf die Migranten in Frankfurt. Und das wäre definitiv, kann man ja auch im europäischen Kontext sehen, eine Schaffung von einem positiven Bild eines Migranten. Ja. Ich glaube, das würde uns sehr gut tun. Im europäischen Kontext, das wäre vielleicht auch nicht schlecht, wenn wir Best Cases präsentieren, die wir aus anderen Ländern oder anderen Regionen oder anderen, insgesamt andere Lösungen hier auf dem Frankfurter Umfeld anwenden könnten. Und zu dem Thema, was Klaus gesagt hat, also die Diskriminierungsstelle, das Thema interessiert mich als KV-Mitglied und ich habe mich bei einigen Vereinen bereits erkundigt, wie sie mit dieser Option, dieser Möglichkeit umgehen. Und die Antwort, die ich bekommen habe, war, dass sich Migranten an eine Stelle, die zu den Strukturen der staatlichen Verwaltung gehören, eben, dass sie sich schwer tun, an so eine Stelle zu melden. Also da besteht ein Bedarf, dass man das ein bisschen vielleicht runter von der Ebene der städtischen Verwaltung nimmt und vielleicht über Vereine oder Anlaufstellen organisiert. Also so viel zu diesen vielen Punkten, die ja schon ein bisschen zurückliegen. Danke, Barbara. Ich habe gerade gesehen, dass Catalina eben gerade die Hand gehoben hat. Hast du direkt was dazu zu sagen oder wolltest du ein neues Thema eröffnen? Auch ein bisschen ein neues Thema, nicht direkt dazu. Dann würde ich erstmal das Wort an Marina geben, die Hand ein bisschen länger schon oben hat. Genau, also ich rudere jetzt ein bisschen zurück. Tatsächlich würde sehr gerne auch an Jadels Beitrag
anschließen. Und ich finde politische Bildung bei Kindern, Jugendlichen, aber auch Erwachsenenbildung extrem wichtig. Und auch in Fragen von Alltagsrassismus, generell Vorurteilen, Fremdenfeindlichkeit, das ist ein Thema, welches nicht nur Menschen ohne Migrationshintergrund betrifft. Das ist ein Thema, ich finde, man muss bei Rassismus auch Antislawismus nicht vergessen. Das ist ein absolut tabuisiertes Ding im gesellschaftlichen Gespräch. Ich habe Antislawismus erlebt. Es erleben zahlreiche Menschen, nicht aufgrund von Hautfarbe oder sonstigen Merkmalen, da reicht ein Nachname, da reicht ein Akzent. Ich habe aber auch Antislawismus mir gegenüber oder auch anderen Menschen gegenüber von Menschen mit Migrationshintergrund erlebt. Also tatsächlich Vorurteile bestehen nicht nur bei Deutschen gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund, sondern Vorurteile oder also auch Rassismus beispielsweise ist weit verbreitet bei Menschen aus den Ländern der Ex-Sowjetunion, genauso wie Antisemitismus. Also das ist ein kulturelles Ding, das viele mit sich mitbringen. Und ich finde, also wenn man mehr oder weniger an die Sache rangeht und sagt, wir müssen Initiativen schaffen, wir müssen Jugendarbeit, Erwachsenenbildung betreiben in diesen Fragestellungen und auch politische Aufklärung, was es heißt, in einer Demokratie zu leben, es sollte in meinen Augen nicht getrennt sein in wer erlebt es und irgendwie nach dem Motto, wer schlüpft da auch öfter in die Täterrolle, weil tatsächlich sind es oft Menschen mit Migrationshintergrund, die sowohl diese Erfahrungen erleben als auch reproduzieren, ohne gerade zu wissen, dass es Two-Way Street sein kann, also dass man nicht nur diskriminiert werden kann, sondern auch diskriminieren kann. Und da fände ich, also das ist jetzt quasi meine kleine Rage-Einlage, als praktischen Ansatz beziehungsweise auch Initiative fände ich es extrem wichtig und spannend, gegebenenfalls nicht etwas Eigenes Neues aus dem Boden zu stampfen, sondern zu schauen, welche Initiativen, die zum Beispiel Mitra angesprochen hat, es in anderen Städten oder auch in anderen Ländern, in anderen europäischen Ländern schon gab. Und da gegebenenfalls die Verantwortlichen von diesen Initiativen für ein Gespräch einzuladen, sich die Konzepte einzuholen und dann vielleicht zu schauen, was hat geklappt, in welchem Rahmen, passt es zu uns, können wir das reproduzieren, können wir mit jemandem zum Beispiel kooperieren oder etwas Gemeinsames, vielleicht auch über Landes- oder regionale Grenzen hinaus irgendwie was Gemeinsames als Projekt entwickeln. Genau, das war meine Einlage. Danke. Dankeschön, Marina. Ich sehe noch ein paar Meldungen in der Hand, aber wollte einfach noch mal einen weiteren Gedanken mit einwerfen, über den wir zusätzlich nachdenken können. Wenn ich in diese Runde gucke, ist der allgemeine Eindruck, dass die meisten oder wahrscheinlich alle dem Thema generell wohlgesonnen sind, gerne über Diversität reden wollen, gerne über Wege sprechen wollen, wie wir das Ganze weiterführen können und weiterbringen können. Wenn wir auf die weitere Gesellschaft gucken, ist es vielleicht möglicherweise nicht ganz so einfach, diese Themen zu besprechen, diese Themen anzusprechen. Wenn wir an Schulen, was jetzt als Thema aufkam, wenn wir da an Türen klopfen sollten, weiter zu erreichen oder generell Erwachsenenbildung zu betreiben, was für Hindernisse, was für Pushback erwartet ihr, was für Sorgen habt ihr, wenn wir aus einem entspannteren Raum rausgeht, um eine weitere Diskussion zu führen. Aber bevor wir tiefer in diese Frage eingehen, sind hier noch ein paar Meldungen, die vielleicht noch zu ähnlichen Themen, zu ähnlichen Fragen was teilen wollen. Katalina, deine Hand ist auch schon ein bisschen länger oben. Danke. Ich wollte, also zu Thema Diversität wollte ich generell über, also das gibt ja zum einen ist Diversität in den Schulen, wo man muss ja ganz früh damit anfangen, was wir diskutiert haben. Aber auf der anderen Seite finde ich auch wichtig, Diversität mit den Leuten, die nicht in den Schulen, sondern in den Elternjahren nach Frankfurt oder irgendwo anders hingezogen sind. Und es den Unternehmen auch klar zu machen, dass das positiv zu formulieren, dass diverse Teams viel, viel besser zusammenarbeiten.
Also ich würde hier von, ich will keine Quote oder sowas hinzufügen, sondern einfach vielleicht durch irgendwelche Aktionen oder so, dass jedes Unternehmen das auf dem Schirm hat, dass genau diverse Team auch viel besser und viel positiver und eigentlich also einen positiven Punkt für das Unternehmen sind. Dankeschön, Catalina. Mariam, deine Hand ist auch oben. Ja, danke schön. Ich hatte gedacht, du hast es nicht gesehen. Alles gut. Ja, zwei Punkte. Zuerst, glaube ich, Marina, mit Rassismus auch unter Ausländer und gegen Skandinavien oder ehemalige Jugoslawien. Ja, deswegen sagen wir immer, Rassismus, das ist sehr komplex. Es ist nicht nur Deutsche gegen Ausländer, sondern unter Ausländer auch. Wir sagen in der Anti-Bias-Training, dass Vorurteile haben alle. Alle haben Vorurteile. Manchmal ist Vorurteil auch auf präventiver Seite schon gut, weil das kann schon schützen. Das ist sehr komplex. Aber diskriminiert ist nur derjenige, der Macht hat. Und das heißt, Machtverhältnisse spielt eine Rolle in der Rassismus auch. Und das heißt, je höher in der Gesellschaft man ist in Bezug auf materielle Besitz, Jobs etc., diese ganzen Merkmale, die machen, dass jemand das in Anführungszeichen geschafft hat, desto hoch diese Gefahr, die anderen nach unten zu gucken. Deswegen sagen wir auch, und auch in Amerika jetzt in der Black Community sieht man, dass viele sagen, Mensch, wir wissen, dass strukturell sind wir schon diskriminiert, aber wir müssen unsere Kräfte bündeln und arbeiten, weil wir wirtschaftlich schwach sind. Dann ermöglicht das auch, dass wir diskriminiert, dass wir ausgeschlossen etc. Und das ist in einer kapitalistischen Gesellschaft einfach, gehört das dazu. Das ist ein Punkt. Zweite ist dann diese Diversität in den Schulen, in Curricula, bin ich d'accord. Ich habe jahrelang in den Schulen gearbeitet, aber selber habe drei Kinder, habe ich da, die da hier sozialisiert, bin Soziologin. Die Kinder im Kindergarten oder in der Kindergruppe, mein Sohn war mit 6 Monaten, aber da merkt man schon, wie die Eltern sich aussuchen, mit wem ihre Kinder spielen oder bei Geburtstag eingeladen werden oder nicht. Das heißt, parallel müssen wir dann auch Elternarbeit machen. Man sieht das im Kindergarten oder in der Grundschule. Ab Gymnasium oder so, weiterführende Schule, ändert sich das. Aber wenn man von Krabbelstube bis zu Kindergarten, bis zur Grundschule die Freunde oder Freundeskreis seine Kinder aussucht und sucht nur jemand, der Müller oder Meier oder so, dann wachsen diese Kinder auch so. Die Eltern in der Schulbildung, ihre Beitrag. Man sieht es auch in Sport. Meine Kinder haben auch Sport gemacht. Und wie sie sich benehmen, die spielen 80% die Rolle der Aussortieren, mit wem hängt mein Kind aus und mit wem nicht. Und da müssen wir auch gucken, was könnte man machen in den Schulen, auch wenn das im Curriculum ist, aber ein Begleitprogramm für Elternarbeit, dass die selber Diversität als bereichernd sehen, aber nicht, wenn ein Deutscher mit meinem Kind jetzt zusammenhängt, dass er sagt, oh Gott, er ist verloren, er läuft mit schwarzen Kindern rum. Und das ist auch, glaube ich, ein Thema, worüber wir sprechen müssen. Das ist Erwachsenenarbeit. Und da finde ich auch nichts, viel ist nicht da gemacht. Und da müssen wir auch was machen. Danke. Vielleicht nochmal, danke, Mariam. Vielleicht, um an die Frage zurückzukommen, die ich zwischendurch kurz mit eingeworfen habe. Das sind Themen, die zumindest in meiner Erfahrung in verschiedenen Räumen und Rahmen immer wieder diskutiert werden, immer wieder aufkommen. Was sind denn eure Eindrücke, warum da noch nicht so viel passiert? Warum solche Ideen, wie jetzt Mariam sie geäußert hat oder auch schon vorher geäußert haben, wurden, warum da noch nicht so viel Anschluss gefunden wurde? Warum da, ja,
noch keine Aktion zu sehen sind oder zumindest im Frankfurter Raum nicht mehr zu sehen ist im Vergleich zu anderen Regionen, zu anderen Ländern. Was für Problemstellungen seht ihr, die Hindernisarbeit schaffen können oder schaffen? Gerne einfach auf Mute gehen. Wir müssen uns nicht immer melden. Ist vielleicht einfacher, wenn wir einfach in den normalen Flow kommen und einfach auf Mute gehen können und unsere Beiträge teilen können. Okay, also das ist gefährlich, weil ich kann selten meine Klappe halten. Ich würde Folgendes vorschlagen gerade. Wir kommen ja immer wieder in die gleiche Diskussion rein. Wir kennen die ja von Erwachsenenbildung, von Soziologie, Psychologie und so weiter und so fort. Könnte vielleicht die Europa-Union mit uns, sage ich mal, auch bewusst uns Politikern zusammen eine Plattform entwickeln? Ich denke, das wäre auch ein tolles Projekt. Das ist jetzt einfach nur ins Blaue gesagt. Ich habe jetzt noch keine Ahnung, wie ich das organisieren könnte, indem tatsächlich Projekte, die uns bekannt sind, in Frankfurt aufgelistet sind, sodass sich dann auch Institutionen an diese Projekte wenden könnten. Als Beispiel, an meiner Ex-Schule konnte ich das Projekt etablieren, Schule ohne Rassismus, Schüler mit Courage. Das ist angedockt an die Anne-Frank-Stiftung und das ist ein ganz tolles Projekt, was eigentlich von den Schülervertretern unterschrieben wird. Das heißt, jeder verpflichtet sich dazu. Es gibt jährlich dann ein Projekt, was dann durchgeführt wird. Sowas stelle ich mir vor. Ich weiß, das war jetzt gerade nicht die Frage, aber ich wusste gerade raus. Danke für den Beitrag. Klaus, Punkt aus dem Chat, geht auf eine ähnliche Richtung. Die Diskussion kennt er schon aus den letzten 25 Jahren. Geändert hat sich nichts. Eher wird es schlimmer. Und da wäre die Frage, geht es um so einen Schritt, Plattformen zu schaffen, die noch nicht geschaffen wurden? Woran liegt es, dass solche Plattformen noch nicht geschaffen wurden? Wo sind die Hindernisse? Was erschwert das Ganze? Was sind die Hindernisse, die vielleicht uns auch persönlich in dieser Runde bisher davon abgehalten haben, sich zu organisieren, mehr zu tun, noch mehr anzugehen, Fragen zu stellen? Ich sehe Kamal, deine Hand ist eben hochgekommen. Ja, hallo, Grüße an alle. Ja, ich bin Kamal Watsan, Vorstandsmitglied EUF. Ich möchte über die Thema Diversität sagen, ja. Ist okay? Kann ich? Gerne. Ja, okay. So, ich denke, Vielfalt ist in der heutigen Welt sehr wichtig, ja. So, Vielfalt bringt neue Ideen und Kreativität. Frankfurt ist eine der International Start mit 180 zusammenlebenden Nationen, ja. Mit unserer Unterstützung, mit unserer Zusammenarbeit kann es weiter verbessert werden. Jeden Tag es geht besser. Ja, letztes Jahr war nicht so, dieses Jahr geht viel besser mit auch mit dieser Frankfurt Stadtwahlen. Ja, wir haben gehört von jemand und lassen Sie uns gemeinsam in verschiedenen Bereichen arbeiten. Wir können zusammen diese Gruppe oder wir können auch eine Gruppe machen. Heute hatte die auch eine Nachricht. Ja, heute hatte auch die EU-Indien eine gemeinsam Gipfel, ja, um für die Menschheit zusammenzukommen. Die EU und Indien sind beide sehr unterschiedlich. Ja, so die EU glaubt, dass die Gemeinschaftsmethode und Indien in Vasudevaya Kutumbakam, das heißt, Welt ist eine große Familie. Heute tragt jede Nation, ja, so jede Nation, auch Europa, aber auch außen Europa, ja, jede Nation während der Corona-Pandemie, so Menschheit bei, und wir müssen in Frankfurt und der Welt auf ähnliche Weise in jedem Thema arbeiten. Ja. Früher unterstützten Indien World bei der Beschaffung von Impfstoffen und später, diesen Monat, kam die ganze Welt, Deutschland, Europa, um Indien während der sich verschärften Situation zu unterstützen. Ja. So das war sehr herzlich Dank für Europa, für Deutschland, ja, und alle Nationen. Ja. Das war Amerika, das war Saudi-Arabien und alle Länder. Ja. Sehr gutes Beispiel dafür, wie wir alle zusammenarbeiten können. Ja. Die Welt von morgen ist sehr vielfältig. Die Welt ist sehr vielfältig und besonders, um gemeinsam mit neuen Herausforderungen und Chancen umzugehen. Ja.
Hier ich sage dann wieder, dass wir können zusammenarbeiten und wir können alle Probleme zusammen lösen. Ja? Das ist die Hauptsache für diese Diversität-Thema. Dankeschön für die Zeit. Dankeschön, Kamal. Ein wichtiger Punkt, der von Natascha aufgebracht wurde. Es gibt schon Plattformen, es gibt schon Räume, in denen diese Themen diskutiert werden, diese Themen mit aufgegriffen werden, wie Vielfalt bewegt, von denen ich auch schon gehört habe oder von der weiß gar nicht, wie ich es genau definieren soll, ob ich es als Plattform beschreiben würde, aber es gibt Plattformen, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Woran liegt es, dass diese nicht die Reichweite haben, die wir uns erhoffen würden? Wie kann man solche Themenplattformen unterstützen oder braucht es andere Ansätze? Hallo. Hallo. So, man hört mich diesmal. Gut. Ich würde eigentlich gern, ich denke, dass manches auch nicht offen ausgesprochen wird. Einmal wollte ich auch, was Mariam gesagt hat, ansetzen, dass wir viel Elternarbeit brauchen. Also ich bin seit Jahren in Kita und Schule in Elternbeiräten vertreten und sehe da eigentlich immer, es wird, also gewisse Sachen werden einfach nicht offen angesprochen oder, sag ich mal, schön formuliert, ja, will man es mal so sagen. Also einfach den Begriff Rassismus, der wird gar nicht so, weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll, aber Rassismus wird so negativ behaftet, ist es ja auch, aber ich denke, wenn es vorhanden ist, muss es ausgesprochen werden. Und das fehlt, glaube ich, einfach manchmal so, dass man dann gar nicht mal die weiteren Schritte geht. Es wird verschönert und damit geht man keine weiteren Schritte oder wird aktiv gegen Rassismus. Und das ist so ein Thema. Und ich denke natürlich, dass es viel, deswegen, Mariam, fand ich, hat es total auf den Punkt gebracht, viel natürlich von Eltern machen wir alle. Ja, natürlich versuchen wir unsere Kinder in gewisse Richtungen zu lenken, aber auch auf der Ebene. Mit wem soll mein Kind spielen, mit wem nicht, wer hat einen guten Einfluss, wer hat einen schlechten Einfluss, mit welcher, ich sage es jetzt mal, mit welcher kulturellen Gruppe oder mit welcher Nationalität kommt mein Kind besser voran und, ja. Und auch Rassismus natürlich untereinander ist auch ein großes Thema, was wir leider auch immer wieder erleben. Im Kindergarten bis in die Schule und weiter daher auch da. Und ich denke natürlich, also ich sage es mal ganz krass, ich glaube, man muss auch manchmal radikaler werden und einiges nicht einfach verschönert oder unter einem verschönerten Denkmantel. Natürlich geht es um Vielfalt, aber es geht auch darum, Rassismus zu bekämpfen. Und auch Integration, Inklusion wird manchmal einfach falsch verstanden. Von Migranten wie auch von Deutschen, sage ich jetzt mal, dass, also Inklusion heißt ja nicht, dass ich meine Kultur abgeben muss oder meinen Migrationshintergrund, meinen familiären Hintergrund und muss ich nicht abgeben, aber teilweise wird so definiert. Und das ist, glaube ich, auch die größte Angst der Migranten, zu sagen, okay, die verlangen von mir ab, wenn ich mich integrieren möchte, soll ich alles abgeben und liegen lassen und deutsch werden. Oder eben umgekehrt. Und das ist es, um dann auch einfach aufs Thema zu kommen, bin ich auch ganz klar der Meinung, dass wir auch gucken müssen, welche Projekte gibt es und die vielleicht einfach zu konkretisieren und zusammenzuarbeiten. Kennen Leute in dieser Runde denn Projekte, die Sie besonders positiv finden, die Ihnen imponiert haben, die positive, gute Ansätze, wie Mitra jetzt schon aus Berlin zum Beispiel ein Beispiel gegeben hat, die entweder bereits in Frankfurt gibt und die man weiter unterstützen kann oder die man nach Frankfurt importieren könnte. Natascha, ich habe kurz deine Hand gesehen. Das war jetzt nur so eine Schnapsidee. Ich fand diese Idee von dem Code of Conduct ganz interessant. Und also es wäre, also ich fände es ganz cool, wenn es so ein Frankfurter Gütesiegel für Organisationen jeder Art gäbe, die bestimmte Werte teilen im Hinblick auf Diversität. Vielleicht könnte man versuchen, einfach mal sowas zu formulieren, so
Ja, welche Einstellung eine positive Haltung zur Diversität ausmacht. Und ja, und dann kann man sich überlegen, wie man diese Werte in verschiedene Räume trägt. Also wir haben jetzt zum Beispiel über Unternehmen gesprochen, gegenüber dem Personal, dann in der Schule oder weiß nicht. Also es ist jetzt nur so eine Träumerei von mir, aber es wär ein Ansatz, den ich mir vorstellen kann. Den Ansatz fand ich auch direkt sehr interessant und habe den hier in meinen Notizzettel direkt mit aufgeschrieben für die weitere Diskussion. Zumindest im Unternehmenskontext gibt es da ein Beispiel, mit dem ich ein bisschen mehr vertraut bin, die Charta der Vielfalt, wo verschiedene Unternehmen quasi einen Pledge machen können und sich den Werten der Charta anschließen können und verschiedenen Diversitätsdimensionen von Ethnizität über physische und mentale Fähigkeiten, also Behinderungen, bis hin zu Gender, ich glaube, es sind 7 verschiedene Kategorien, soziale Herkunft ist auch mit dabei und sich damit verpflichten, sich mit diesen Themen nochmal tiefer und zumindest in der breiten Wirtschaft scheint das bei vielen Unternehmen wie der Deutschen Bahn zum Beispiel großen Anklang zu finden. Ich sehe eine Meldung von Mariam. Ja, in Bezug auf Projekte oder Ideen. Wir hatten hier eine Idee wie in Stuttgart, die haben, was die nennen, Forum der Kulturen, so eine Art Haus der Kulturen, in dem verschiedene Vereine sich bünden und diskutieren jetzt über die Probleme in der Communities und versuchen auch Vereine zu befähigen, Beratung, wie zum Beispiel Männerberatung, aber auch ältere Personen etc. Ja, wir hatten hier in Frankfurt Rat der Kulturen mit Martin Wagner, der leider gestorben ist und das war sehr schwierig. Aber wir haben ein Problem in Frankfurt. Es sollte eine Lösung sein. Das ist auch ein Problem. Das ist AMCA. Alles, was wir machen wollen, wenn es nur einzelne Vereine ist, ist geduldet. Aber wenn das mehrere, dann sagt man, wir haben doch AMCA. Was braucht ihr denn? AMCA ist die Stadt. Es gibt eine Ebene Zivilgesellschaft und die Demokratie braucht Zivilgesellschaft, braucht eine sehr starke Zivilgesellschaft, die sich treffen, die ihre Kräfte bündeln, die Anforderungen an die Stadt stellen. Aber nicht, dass die Stadt alles macht. Wir sehen auch, dass die Mama Lern Deutsch organisiert haben. Jetzt bei der Stadtgesundheit, die haben auch Gesundheitslotsen, die etc. Ich glaube, in Frankfurt wäre das schwierig, aber genau was ihr jetzt macht, vielleicht ist ein Weg, müssen wir gucken auf diese Ebene, ob wir was erreichen, was langfristig und nachhaltig die Vereine unterstützt, befähigt, Beratungen zu machen. Es gibt in Frankfurt, was jetzt fast deutschlandweit, Afrika Moms. Das sind Frauen aus Afrika, die überfordert sind in der Schule. Ihre Kinder sind psychisch krank, sind diskriminiert, erleben Rassismus, wollen nicht mehr in der Schule. Vielleicht weißt du das. Ich kenne viele Leute aus Gambia, die haben ihre Kinder in Schulzeit nach Afrika geschickt. Und wenn die Abitur haben, auch jetzt Senegalese machen das. Warum können wir unsere Kinder nicht hier sozialisieren? Die sind fertig, wir sind fertig. Aber es gibt keine Beratungsstelle für spezifische kulturell auch afrikanische oder Sene etc., die diese Leute begleiten kann, beraten kann etc. Auf der psychosozialen Ebene meine ich jetzt. Ja? Und das ist alles Defizite, die dazu bringen, dass diese Kinder, die hier geboren sind, aber keine Chance haben hier. Und das hat einen Nachteil auf die Eltern, auf dieses ganze Zusammenleben. Und vielleicht sollten wir gucken, diese Forum, was ist möglich, ohne dass das als Pendant von AMCA gesehen wird. Aber das ist wirklich ein für mich ein Problem. Und AMCA sollte die Lösung sein, aber trotzdem nicht. Ja.
Das ist ein sehr wichtiger Punkt, auch im Kontext, im Umfeld zu gucken, welche Organisationen, sei es von der Stadt, es bereits gibt, die theoretisch helfen sollten, aber Dinge vielleicht auch erschweren können, und das da einen Blick mit drauf zu haben. Also vielen Dank, Mariam. Die nächste Meldung, die ich hier gerade sehe, ist von Gesa. Thank you. Wir sitzen ja alle in der Mitte von eigentlich einer sehr starken Stimme. Und die Europa-Union Frankfurt ist eigentlich die Stimme oder die Plattform, nach der wir gucken, was wir eigentlich suchen. Wer kann dieses Postulat nach draußen tragen, dass Diversität für uns eine Stärke ist, Inclusion und so weiter, dass wir nicht tolerieren, was andere Leute tun, warum Diskriminierung zum Beispiel immer wieder zurückfällt, ist, weil Leute es machen können. So, es ist deren Freiheit, das zu tun. Also nutzen sie ihre Freiheit. So, wir brauchen einfach starke Meinungsmacher, die ein Rezept auf sich selbst ausstellen und sagen, das kommt hier nicht in Frage. Wir reden hier nicht so. Wir denken hier nicht so. Und damit wären wir dann auch bei dem Konzept des Belongings, der Zusammengehörigkeit, der Zugehörigkeit, dass wenn wir eine bestimmte Idee von der Qualität des Lebens haben, dann sind diese Faktoren wichtig, dass wir die Disziplin haben zu sagen, wir halten unseren Kurs. Wir werden nicht tolerieren, dass irgendjemand auf die Seite tritt. Danke. Dankeschön. Die nächsten drei Meldungen in der Reihenfolge, die ich bei mir gesehen habe, waren Julio, gefolgt von Klaus und Barbara. Ja, also ich glaube eigentlich zwei oder drei Punkte. Erstmal, also über was wir schon über die Schule gesprochen haben in den letzten Minuten. Das ist eigentlich auch eine Frage. Wie denkt ihr eigentlich denn oder wie ist eure Vorstellung von einer politischen, ja, Politikwissenschaft, Bildung oder einer Seminar über Rassismus oder Diskriminierung? Wie ist wie wird das Format an die kleine oder junge Leute das gebracht, wenn wir eigentlich wissen, der Einfluss von sozialen Medien eigentlich sehr stark sind und der Einfluss von sozialen Medien kann Jüngere oder Kinder in einer Stunde oder in 5 Minuten Video YouTube das gleich verändern können. Und praktischer denke ich eigentlich, also von meiner Erfahrung, dieser Austausch oder einfach mal Studenten zum Beispiel, also es gibt ja Erasmus-Programm, aber das ist erst in der Uni. Wie wäre es eigentlich, wenn man sagt, okay, also ich glaube, in der Schule gibt es auch 9. Klasse oder so, ich bin nicht so sicher, weil ich nicht in der Schule bin in Deutschland, aber ich habe mal gehört, dass da auch irgendwie ein Praktikum, eine Pflicht, was man machen muss, 9. oder 10. Klasse, also praktische Sachen. Also statt nur diese praktische Sachen zu machen, was in die Richtung Arbeit geht, vielleicht ein Praktikum im Ausland, im anderen Land. Das wäre dann eine Zusammenarbeit von Europa oder Europäische Union, dass auch andere Studenten von einem Land nach Deutschland kommt, dass diejenigen, die hier studieren, die dann direkt nicht nach Ausland geschickt wird, dass die da auch Kinder von, also Freunde von anderen Ländern treffen, hier vor Ort. Und da hat man dann immer schon eine Atmosphäre
von Diversität, also wirkliche Diversität, nicht nur von einem Buch zu lernen, weil das ist ja eigentlich eher, ja, also natürlich ist es auch gut, aber ich finde, es ist halt nicht so ganz praktisch und deswegen dieser Austausch. Und dann der dritte Punkt, also wenn man von über Organisation spricht, dann ich glaube, was eigentlich noch ein bisschen fehlt, ist diese Nachverfolgung von Fällen, Rassismusfällen, Diskriminierungsfällen, die zum Beispiel, was man in Frankfurt so erlebt, das ist ja wie, also ich sag mal, ein Lieferando, wenn man Essen bestellt und da kann man nachverfolgen, wo das Essen ist. Und man ist dann erstmal froh, wenn man sieht, oh, das Essen ist jetzt geliefert wurde oder das heißt, dass das ganze Prozess und die ganze Arbeit ist erledigt. Und da will man nochmal bestellen. Und also dieses Interesse nochmal an diesem Prozess zu beteiligen, da muss man dann wirklich transparenter machen. Das heißt, diese Organisation oder die Institution, die schon jahrelang laufen, die muss dann jetzt, glaube ich, wirklich entweder in sozialen Medien oder in Öffentlichkeit auch mehr von diesen Prozessen erklären, damit Betroffene oder auch Verdächtige das sehen, dass es wirklich behandelt wird. Weil ansonsten ist das nur zu einem Pick gehört werden, wenn man sagt, oh, da bin ich mal diskriminiert wurde und weiß man dann aber nicht mehr oder wird dann nicht mehr gesprochen, wie das ausgeht oder sogar vernachlässigt wird von den gesamten Menschen, von dem gesamten Kreis. Das war's. Dankeschön. Klaus. Bist du noch auf Mute? Ich habe schon geschrieben, die Diskussion gibt es seit über 20 Jahren. Das AMCA gibt es seit über 20 Jahren. Das war damals, als das gegründet wurde, auch mit einer Persönlichkeit wie Daniel Cohn-Bendit interessant besetzt. Das war jemand, der konnte Themen setzen, der konnte in der Öffentlichkeit beherrschen und so weiter und so fort. Davon sind wir heute weit von entfernt, nur mal so am Rande. Und wenn ich sehe, dass die Probleme noch die gleichen sind, beziehungsweise ich sogar das Gefühl habe, dass es eher schlimmer geworden ist, nach 25 Jahren oder noch länger, ich rede ja von den frühen 90ern des letzten Jahrhunderts, dann heißt das für mich, da brauche ich keine wissenschaftliche Untersuchung für, dass die Rezepte offenbar nicht funktioniert haben. Und wenn gegen eine bestimmte Krankheit ein bestimmtes Medikament nicht hilft, dann wird es auch nicht besser, wenn ich noch mehr von dem Medikament nehme, sondern dann muss ich mir überlegen, was ist jetzt eventuell eine alternative Therapie. Und da denke ich, was mir ganz klar fehlt, ist Leadership. Von oben, und zwar Leadership heißt, der Fisch stinkt vom Kopf, von oben runter sozusagen. Und was ist denn da? Außer, dass wir einen OB haben, der immer freundlich redet und sich freut, dass Frankfurt so vielfältig ist. Es macht niemand klare Ansagen und die sind notwendig. Also zum Beispiel dieser Code of Conduct, von dem gesprochen wurde, ist ein Beispiel. Es gibt andere Beispiele, die US-Army, ja, sowohl die also Army, Air Force, alles. Da sind heute Leute, das sind Transgender, was weiß ich, die sind Kommandeure, alles Mögliche. Bei denen ist Rassismus und diese ganzen Geschichten einfach verboten, fertig. Wer da anfängt, sich daneben zu bewegen, fliegt raus. Da kann man sich auf YouTube angucken. Da gibt es irgendeinen Vier-Sterne-General, der macht so klare Ansagen. Sowas würde ich mir in Deutschland am wünschen. Also wir drücken uns immer beiseite. Wir machen immer diese schönen Rednerei und versuchen, das Thema wegzudrücken. Es ist aber da. Also diese klaren Ansagen, die müssen kommen. Es gibt Beispiele, die kann man sich angucken. In den USA das Militär. Bei der Bundeswehr gibt es solche Sachen. Die Bundeswehr ist auf dem Weg, eine unglaublich diverse, interessante Organisation zu werden. Hier der Jaja macht das im Bereich des Business. Kannst ja mal was von erwähnen vielleicht, weil große Firmen aus wirtschaftlichem Interesse erkannt haben, dass sie nicht so weitermachen können wie bisher. Also versuchen sie, das anzugehen. Aber ich, um das nochmal zu sagen, ich glaube nicht, dass man jedem, der eine andere Meinung hat und der in Wirklichkeit ein heimlicher Rassist ist, versuchen muss, zu bekehren.
Das kann man nicht tun. Man muss dem eine klare Ansage machen, man muss dem die Faust ins Gesicht halten, damit er versteht, was die Zeiten sind. Und dann wird er den Mund halten und gehen. Ich kann dem aber nicht mit dem lange diskutieren und ihm erklären, warum das alles nicht in Ordnung ist, weil er glaubt, das werde ich nie schaffen. Und deswegen diese klaren Ansagen, deswegen brauchen wir Leadership, deswegen muss von der Politik von oben was kommen. Und da bin ich der Meinung, wir müssen das hier einfach bereden, wie wir das, wir haben gerade Koalitionsverhandlungen, um das vielleicht noch einen Schritt weiter zu tragen, wir haben ein Ausländeramt, in dem die Zustände übrigens auch seit Anfang der 90er Jahre absolut unerträglich sind. Ja, das ist der pure Rassismus, sonst nichts. Die verkaufen das anders, die tun so, als wenn das organisatorische Probleme sind, was auch immer. Das ist es nicht. Ich meine, alle, die hier sind, haben doch damit schon Erfahrung. Man merkt das doch, wenn man einem gegenüber sitzt, der einem glatt ins Gesicht lügt und da drumherum redet. Das merkt man doch. Und genau damit haben wir es dort zu tun. Anfang der 90er Jahre hat man die Bürgerämter, wo die Deutschen hingehen, die waren genauso. Dann hat man gesagt, das reicht, wir müssen das komplett anders machen. Dann hat man das alles auf den Kopf gestellt. Die Bürgerämter funktionieren top mittlerweile. Das Ausländeramt ist noch genau der gleiche unmögliche Zustand wie vor 30 Jahren. Und die Leadership in der Stadt, die Leute, die lassen sich von diesen Leuten, die da in dem Amt sitzen, irgendwas erzählen, lassen sich da einen Bären aufbinden und sie lassen das gehen. Das kann nicht sein. Wenn ich mir angucke, das Wohnungsamt, behaupte ich mal, da sind die Zustände genauso. Wenn ich mir angucke, die Wohnungsvermittlung der städtischen Holding, von der ABG Holding, wo die Wohnungen vermittelt werden, genau das, was ist denn da transparent an dem Prozess? Wie benehmen sich denn die Leute dort in diesem Kontext? Und das muss man von den Politikern ganz klar denen vor den Knoten schieben und sagen, hier Freunde, wir erwarten da jetzt richtig Initiative und Änderung. Danke, Klaus. Nur um kurz zusammenzufassen, in der Diskussion gab es jetzt eigentlich, wie in den meisten Diskussionen dieser Art, zwei große Stränge. Einmal die Bottom-up-Ansätze, wo es um Themen wie Erwachsenenbildung geht, wo es um Themen geht, wie auf Schulen zuzugehen, sich zu fragen, wie man Jugendlichenbildung schaffen kann, also generell politische Bildung, um eben in der Breite Leute zu unterstützen, sich mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und auf der anderen Seite mehr Top-Down-Ansätze, wie jetzt Klaus eher darüber gesprochen hat, wo sind denn die großen Hebel, wo sind denn auf der strukturellen Ebene, wo ist die Führung, die das Thema noch weiter nach vorne treiben kann. Und das sind auf jeden Fall zwei Ebenen, über die man getrennt nachdenken kann und sich dann überlegen kann, wo man die Brücken schlagen kann, wo man sich gegenseitig stützen kann. Und da wäre interessant auch zu hören, zu welchen Themen sich die einzelnen Leute oder die Gruppen hier eher hinzugezogen fühlen. Aber bevor ich zu weit abschweife, wir hatten noch eine Meldung von Barbara. Ja, also was ich beobachte, ist, dass wir die gleichen Themen auf unterschiedlichen Ebenen und unterschiedlichen Gremien behandeln. Das Thema Diversität, Chancengleichheit, Antidiskriminierung. Das sind Themen, mit denen beschäftigen sich die Eltern, die Familien, Elternbeiräte, Schulen, Vereine, Stiftungen, auch Institutionen. Wir haben dazu ein Dezernat. Wir haben ein Dezernat in dem Frankfurter Magistrat. Wir haben Politiker, die sich damit beschäftigen. Wir haben die KAV, die ja beratend zu diesem Thema auch tätig sein sollte. Wir haben AMCA. Wir haben diverse Kanäle. Und mein Gefühl ist, dass alle sich mit den gleichen oder ähnlichen Themen immer wieder und wie Klaus jetzt gesagt hat, seit über 20 Jahren beschäftigen und es kommt leider nicht viel dabei raus. Ich glaube, was definitiv fehlt, ist eine Koordination davon, was auf unterschiedlichen Leveln, auf unterschiedlichen Kanälen passiert. Ich kann da nur eine Idee anbringen, die ich aus anderen Bereichen kenne, dass man da eine Austauschplattform schafft und Multiplikatoren schafft, die man in alle möglichen Richtungen schickt, sodass man das Rad nicht permanent von neu entdeckt. Ja, das ist das, was man von unten machen könnte. Austauschplattform, Koordination der vielen, vielen unterschiedlichen Strängen, auch in unterschiedlichen Communities.
Und dann, um auf das zurückzukommen, was Klaus angesprochen hat, ich glaube, wir brauchen eine enorme Transparenz, was die Institutionen, also die Ämter anbetrifft, und Kontrollmechanismen. Also das, was du, Klaus, in Bezug auf Ausländerbehörde gesagt hast, da kann ich nur noch dazu geben, dass es sich nicht nur auf ein Amt bezieht und beschränkt. Hallo? Sondern die Ämter arbeiten tatsächlich sogar untereinander. Und da kann ich euch nach einem Fall erzählen, ich habe mal gehört, das ist natürlich inoffiziell, dass sich Jobcenter, die Sozialämter und Ausländerbehörde einmal im Monat oder austauschen im Hinblick auf unbequeme Ausländer, die in Frankfurt sind. Und diese Ausländer, und da sind wir in dem europäischen Kontext, diese Ausländer, obwohl die EU-Bürger sind, die kriegen den unbefristeten Aufenthalt entzogen und die kriegen eine Duldung, was eigentlich rechtlich nicht zulässig ist. Ja, das sind Leute, die sich sprachlich und rechtlich überhaupt nicht zu helfen wissen. Und solche Leute landen zum Beispiel, wenn das die polnische Kommission ist, bei mir. Ja, und dann versuche ich das mit dem polnischen Konsulat oder was auch immer oder mit Gerichten zu richten. Aber das sind Sachen, wir haben keine Informationen darüber. Und das sind Fälle, nur wenn die aufpoppen, erfahren wir davon, dass es sowas tatsächlich zwischen den Ämtern gibt. Und da brauchen wir, so wie du gesagt hast, Klaus, Klartext, aber es muss bei der Institution anfangen. Ja. Danke, Barbara. Ich sehe, du gehst schon auf Mute. Ja, ich bin fertig. Also, wie gesagt, ich glaube, die vielen Stränge, die kann man verbinden. Ich bin sicher, es ergeben sich wunderbare Synergien, weil mein Gefühl ist, dass wir ja alle in unterschiedlichen Bereichen, Kanälen, Communities, Gruppen und so weiter, über das eine und das Gleiche sprechen. Ja, das muss nicht sein. Also der Austausch, Koordination, Multiplikatoren, eine Plattform und am besten eine Plattform, die nicht bei der Verwaltung angesiedelt ist. Das muss passieren, weil das schafft die Möglichkeit, dass man sich öffnet. Ja, auf eine Verwaltungs spezifische Plattform, da glaube ich, da werden sich nicht alle öffnen. Ja. Danke, Barbara. Ich hoffe, ich spreche deinen Namen richtig aus. Prahlada. Korrigiere mich gerne, wenn ich ihn falsch ausgesprochen habe. Ja, danke. Ja. Und Klaus und alle von der Gruppe Kamalauk. Ich bin Prahlada Nagendrappa. Ich wohne in Frankfurt über 6 Jahre. Ich bin auch der Mitglied von Europa Union Frankfurt. Ich möchte nur 3 Sätze sagen über diesen Rassismus und Diskriminierung. Und Rassismus und Diskriminierung, beide sind verschiedene Themen. Aber wo gibt es Rassismus? Vielleicht dort gibt es auch Diskriminierung auch. Und meiner Meinung nach, wenn wir, nicht nur die Deutschen, nicht nur die Europäer, wenn alle wir zusammen gut arbeiten, für die 30 Jahre in Zukunft gibt es keinen Rassismus in Frankfurt. Es muss von den Kindern fangen, vielleicht wenn die Eltern sagen zu ihren Kindern, bitte nicht mit anderen Kindern von anderen Leuten mitspielen. Vielleicht von diesen Geborenen, die Kinder hat im Kopf so, die müssen nur mit gleichem Land oder einer Familie zum spielen, aber nicht mit, dort fehlt Vielfalt. Und meiner Meinung nach, wenn diese deutsche Regierung sagt zum Kinderamt und alle Verwaltung, bitte gibt, jeder muss keine Diskriminierung machen, keine Rassismus, sondern mit alle zusammen spielen. Es ist einer. Und in meiner Meinung nach, die Deutsche, die haben so im Kopf, vielleicht wenn die Leute kommen im anderen Land, wenn hier die gut arbeiten, wenn die Steuer bezahlen, es wäre gut. Wenn die Leute hier kommen, die arbeiten nur für ein paar Monate oder ein paar Jahre, wenn sie benutzen dieses Sozialgeld für die mehrere Jahre, es ist doch nicht schön, meiner Meinung. Und wir müssen alle zusammen arbeiten, wenn wir etwas Diskriminierung oder Rassismus irgendwo an die Ecke, wenn gibt es 0,00% Rassismus, wir müssen einfach das vermeiden oder wir müssen auch Bescheid sagen, bitte Rassismus nicht weitermachen. Vielleicht, wenn an die Ecke etwas passiert, dieser Rassismus, wenn wir diese als eine großartig im
Zeitungen oder im Nachrichten zeigen, vielleicht dann kommt diese Kämpfe. Wenn kleine Sache ist, einfach vermeiden. Wenn etwas ein bisschen mehr ist, wir müssen auch Warnung geben und in Zukunft wir müssen zusammenarbeiten. Dieser komplette Rassismus von Frankfurt und von Europa zum Weg schicken. Danke euch. Vielen Dank, Prahlada. Das Stichwort Zusammenarbeit ist ein absolut wichtiger Punkt und ich bin überzeugt, dass alle auch hier zusammenkommen, um genau diesen Punkt zusammen voranzutreiben. Bevor ich das Wort an Nura gebe, Julio, du hattest was im Chat geteilt. Frankfurt Watchers, das ein paar Fragen aufgeworfen hat. Möchtest du kurz erklären, was das ist? Habt ihr eigentlich davon noch nicht gehört? Ich habe den Namen schon mal gehört, aber vielleicht kannst du es besser erklären, als ich durch meine nicht sehr informierte, okay. Nicht sehr informiertes Wissen davon. Also ja, das ist kein Problem, weil den Namen habe ich auch erst so vor ein paar Minuten gemacht. Also ihr kennt ja auch Baywatch. Die passen auf die Menschen am Strand auf. Frankfurt Watchers. Frankfurt kennt man als viel mit Diversität, mit Internationalität, aber vielleicht noch wenig mit Safety for Racism und Discrimination. Und wenn wir eigentlich hier schon, kann ich von meiner Beobachtung sehen, dass wir einig sind, dass da was getan werden muss, weil zum Beispiel AMCA nicht reicht und eher von Civil Society oder Movement, dass etwas Bewegendes machen kann, dann könnten wir doch vielleicht die Antwort sein, oder? Also ich meine, dass wir dann, jetzt haben wir schon so viele Ideen, aber wir haben gesagt, okay, Nachverfolgen oder Transparenz, das fehlt noch. Und ich glaube, ein Frankfurt Watchers, was in sozialen Medien aktiv ist, weil es gibt ja zum Beispiel Black Lives Matters oder auch Stop Asian Hate Bewegungen, aber das sind dann ja verschiedene Gruppen, Untergruppen. Aber es gibt keinen einzigen Schirm, wo dann auch Black Lives Matters, Stop Asian Hate oder auch Say No to Racism unter einem Schirm zusammen arbeiten oder zusammenarbeiten. Und ich glaube, dieser Schirm muss man jetzt schon haben, bevor der Regen kommt. Also ich glaube, das reicht nicht, heute darüber zu reden, aber hoffentlich ihr habt das verstanden und könnt dann wahrscheinlich entweder mit EUF als neue Arbeitsgruppe oder Ähnliches zusammentragen und fortzumachen. Also ich glaube, wir sind die Antwort, wenn wir das wirklich beseitigen wollen. Dankeschön. Mit Blick auf die Zeit würde ich gerne in die letzte Phase langsam in die Diskussion übergehen. Aber bevor wir das machen, hatte Nura sich noch gemeldet. Ja, ich würde vielleicht einmal, ich hoffe, es ist okay, wenn wir uns duzen alle, auf Klaus quasi Anmerkung hingehen. Warum hat sich nichts getan? Und ich glaube, dass für mich das Traurige so ein bisschen oder sag ich mal, der Kontext, in dem wir dieses, nicht das Traurige, aber dass der Kontext, in dem wir das diskutieren, ist, dass wir uns, und ich glaube, Mariam hat das vorhin auch gesagt, wir bewegen uns meiner Meinung nach in einer Gesellschaft, wo das, was wir, glaube ich, erleben, einfach symptomatisch ist dafür, dass wir alle eigentlich incentiviert werden oder in dieser Gesellschaft viel auf uns selbst zu gucken, auf das Ich, wo wenig dieser Gemeinschaftsgedanke im Zentrum steht und wo, sage ich mal, Integration und Bildung von Fremden irgendwie für mich nicht funktionieren kann, wenn ich zu schüchtern bin, überhaupt oben und unten meine Nachbarn zu fragen, wie es ihnen geht. Also irgendwie unsere Gesellschaft ist so weird fokussiert auf irgendwie das Ich und auf Selbstoptimierung und so weiter, dass für mich dieses Thema auch, also sagen wir mal, unter dieser Krankheit leidet. Und für mich sind deshalb nicht die Medikamente, die wir verabreicht haben oder die wir hier zum Beispiel besprechen, die falschen. Weil ich glaube wirklich, hier wird ganz viel über Bildung gesprochen. Und das ist meiner Meinung nach der einzige Weg, wie wir das verändern können.
dass nicht nur diejenigen, die betroffen sind, sondern auch diejenigen, die vielleicht, vorhin wurde gesagt, Leute, die aus finanziellen Gründen sich dessen so ein bisschen entziehen können oder die einfach nicht auffallen aufgrund ihrer Hautfarbe oder ihres Glaubens oder weiter und sich deshalb vielleicht nie ausgeschlossen fühlen. Ich fand übrigens letzten Samstag diese Übung so wichtig für jeden Einzelnen, sich mal zu fragen, wann war ich ausgeschlossen, wie hat sich das angefühlt? Und ich glaube, wenn Bildung dafür sorgt, dass all diese Menschen nicht nur in der Schule, sondern sich immer wieder mit dem Thema auseinandersetzen, wenn es einen Code of Conduct gibt, der quasi funktioniert wie wir fragen Fremde, dass sie bitte einen Einbürgerungstest machen, ja? Dann frage ich mich, warum es muss nicht einen Code of Conduct-Test geben für jeden Einzelnen, der Teil von unserer Gemeinschaft sein möchte? Und ich glaube, dann wiederum aber auch an Klaus angelehnt, all die Sachen, die wir hier sagen, ich glaube, müssen nicht nur in Form eines zweiwöchigen Praktikums in der 9. Klasse absolviert werden, sondern sind für mich Dinge, die positioniert werden müssen als Pflicht. Weil ich glaube tatsächlich, solange wir in dieser Gruppe zusammenkommen und zu viele von uns Erlebnisse von Ausgrenzung und Diskriminierung erlebt haben, dann sind wir als Gesellschaft an einem Punkt, wo wir so wenig unser eigenes Potenzial entfalten, dass es für mich keine Freizeitaktivität sein darf oder eine freiwillige Sache, ob ich mich damit auseinandersetze oder nicht, sondern es ist meine Menschheit, meine Pflicht als Mensch. Und genau, von daher, ich kriege sehr viel Energie von euren Beiträgen. Es freut mich sehr, dass ich Teil dieser Runde sein kann. Und ich glaube, dass vielleicht wir nicht so viel Neues sagen, wenn wir sagen, ja, man muss die Leute bilden. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass die Leute hier in diesem Kreis, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, auch die Inhalte haben, die man, glaube ich, einem solchen Vorschlag mitgeben muss. Und da möchte ich beispielsweise von letzter Woche aufgreifen, ich glaube, Marianne war das, die hinterfragt hat, was sind eigentlich, wie definieren wir Einheit? Mit wem fühle ich mich, zugehörig? Warum definiere ich Einheit über Rasse oder Hautfarbe und so weiter? Und das finde ich sind super spannende, für mich neue Gedanken. Ich bin keine Soziologin, von daher mag es mein eigenes Unwissen sein. Aber so, I stopped talking. Das sind meine Gedanken. Vielen Dank. Vielen Dank, Nora. Mit Blick auf die Zeit und meinen leeren Magen, weil ich am Fasten bin und das Fastenbrechen um die Ecke ist, würde ich versuchen, zumindest mit dem offiziellen Teil langsam zum Abschluss zu kommen. Aber die Diskussion ist ja noch so aktiv, dass wir das gerne auch ohne mich noch weiterführen können. Den Hauptpunkt, den ich auf jeden Fall noch erwähnen wollte, erstmal danke, dass alle dabei waren. Es sind viele wichtige Punkte aufgekommen, die jetzt bereits schon in den nächsten Schritt mit einfließen können. Wie Nicolas mich gerade auch nochmal erinnert hat, die Europa-Union arbeitet daran, eine Arbeitsgruppe zu formieren, eine Arbeitsgruppe zu schaffen, wo idealerweise alle mit beitragen können, ihre Gedanken mit einbringen können, von Code of Conduct bis hin zu weiteren Themen. Mitra fragt, ob es eine Fortsetzung der Diskussion gibt. Genau das ist der Gedanke, das in dieser Arbeitsgruppe weiterzuführen. Und wie ihr sehen könnt, hat Nicolas gerade im Chat einen Link geteilt für eine Kontakt. Hat genau danach gefragt. Man sieht, wir denken alle in die gleiche Richtung. Teilt gerne eure Kontaktdaten, wenn ihr weiter Teil der Diskussion sein wollt, weiter euch diese Frage stellen wollt und tiefer reingehen wollt. Heute war es viel darum, einfach nur Ideen aufzuwerfen, Gedanken aufzuwerfen und genau diese Aufwühlung, diesen Staub in den nächsten Wochen, Monaten und hoffentlich auch Jahren zu nutzen, um die nächsten Schritte für Frankfurt, für Europa, für die Welt in die Wege zu leiten. Mit diesen Worten sage ich Dankeschön und übergebe an Klaus und Team, bevor ich mich hier verabschiede. Ja, danke. Also ich verstehe das jetzt so, dass wir irgendwie an dem Thema weitermachen und irgendwie heißt, um wirklich konkrete Veränderungen zu erreichen, und fangen wir mal einfach an bei der Stadt Frankfurt.
Weiteres will ich da jetzt gar nicht zu sagen, das müsste man hier noch besprechen. Ich wollte mich aber erstmal bei dem Jaja bedanken und den einen Punkt noch einbringen. Der Jaja macht beruflich halt diese interessanten Geschichten, die damit zu tun haben. Du müsstest bei passender Gelegenheit das auch mal kurz erzählen. Das wäre einfach mal spannend, ja, dass man mal sieht, was da halt in der wirtschaftlichen Realität schon längst abgeht. Und zwar auch nicht etwas, was letztes Jahr erfunden wurde, sondern ich habe gerade einen Vortrag von jemandem gehört, an der Wall Street, das ist irgendwann in den 90ern in der Wall Street gewesen, dass die Leute gesehen haben, wir brauchen sehr diverse Mannschaften, dann sind wir wirtschaftlich besser als die anderen. Und dann haben sie angefangen, in den 90ern des letzten Jahrhunderts sich um die Leute zu kloppen und denen viel Geld zu zahlen, um sie in die Firmen reinzuholen. Und wir sind halt ja, 25 Jahre später und tun immer noch so, als wäre nichts irgendwie. Also ich wollte mich jetzt einfach nur bei dem Jaja bedanken und würde mich freuen, wenn ihr euch alle in diese Liste eintragt. Der Nikolas hat da den Link in den Chat gestellt. Mit dem Link kommt ihr auch immer wieder in die Liste rein, kopiert ihr einfach. Das ist einfach die Datenbank mit Telefon, Name und E-Mail. Und ich würde auch fragen, gibt es Widerspruch, wenn ich euch in den normalen Verteiler der Europa-Union aufnehmen würde? Dann kriegt ihr nämlich unsere normalen Geschichten. Das passiert nicht oft. Zweimal im Monat oder so kommt da irgendwie eine Info für eine Veranstaltung oder so eine Art Newsletter. Okay, gut. Dann sage ich Tschüss, vielen Dank. Ja, ich kann gerne in der Zukunft mal mehr dazu teilen, was ich da auch beruflich zu den Themen mache. Ja. Und vielleicht interessanterweise auch ein bisschen drüber reden, wenn es meine Eindrücke im Vergleich US-Unternehmen, mit denen wir arbeiten, im Vergleich zu Erfahrungen in Deutschland, Europa, hier für Komplikationen auch nochmal dazukommen, können wir gerne das Gespräch weiterführen. Noch einen schönen Abend. Super, danke. Tschüss. Danke. Tschüss, schönen Abend noch. Schönen Sonntag. Danke für die Einladung. Danke.